Wir werden heute in der Bundestagsfraktion das Integrationsgesetz beschließen und es dann als Fraktionsinitiative in der Koalition einbringen, damit dieses Gesetzgebungsverfahren schnell vorankommt. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir in der Koalition gut zusammenarbeiten. Natürlich ist es richtig, dass es im Augenblick Diskussionen innerhalb von CDU und CSU gibt, aber dies belastet die Zusammenarbeit in der Koalition überhaupt nicht. Wir haben in dieser Woche noch einen Koalitionsausschuss, da geht es um das sogenannte Teilhabegesetz, also die Hilfen für behinderte Menschen, die schon sehr gut ausgebaut sind in unserem Land, wo wir aber noch die ein oder andere Veränderung vornehmen wollen. Vor allem werden wir die Kommunen entlasten. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für Behinderte, hat inzwischen eine Größenordnung von fast 15 Milliarden Euro erreicht. Und wir haben zugesagt, ein Drittel der Kosten zu übernehmen. 5 Milliarden jedes Jahr werden für die Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellt. 5 Milliarden die Kommunen, 5 Milliarden die Länder, jeder ein Drittel. Daneben sollen aber noch ein paar kleinere Verbesserungen vorgenommen werden. Aber es soll auch versucht werden, die Dynamik des Kostenanstiegs etwas zu reduzieren. Wir haben den seltsamen Fall, dass ein gleichgearteter Fall der Behindertenhilfe in Bremen 4-mal so viel kostet wie in Sachsen. Und das muss man sich anschauen, wo da die Hintergründe sind. Wir werden also da dieses Gesetz zur Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz, in dieser Woche auf den Weg bringen. Es wird auch diskutiert jetzt und auf den Weg gebracht, das Lohngleichheitsgesetz für Frauen. Da haben wir im Koalitionsvertrag eine klare Vorschrift drin und die werden wir auch einhalten. Die SPD behauptet jetzt, wir würden dieses Lohngleichheitsgesetz verhindern, behindern, blockieren. Das ist absoluter Unsinn. Wir halten uns an die Koalitionsvereinbarung. Wer sich nicht daran hält, ist das Bundesfamilienministerium, das mit seinem Entwurf weit über den Koalitionsvertrag hinausgegangen ist. Und das machen wir schlicht und ergreifend nicht mit. Und es kann nicht angehen, dass derjenige, der über den Koalitionsvertrag hinausgeht, dann denjenigen, die den Koalitionsvertrag einhalten wollen und werden und müssen, vorwirft, es wird blockiert. Wir werden in dieser Woche auch das Gesetz auf den Weg bringen, dass öffentliches WLAN leichter möglich wird. In der Gastronomie, auf Straßen und Plätzen kann es jetzt angeboten werden, indem wir eine sachgerechte Regelung für die sogenannten Haftungsfragen gefunden haben. Es war lange umstritten, wer haftet beim WLAN, das zur Verfügung gestellt wird. Da haben wir eine Regelung gefunden, die es nun ermöglicht, dass eine sehr reduzierte, zurückgenommene Haftung, dass wir also jetzt das WLAN in Deutschland breit auf den Weg bringen können. Und dann haben wir noch in dieser Woche, auch darüber werden wir der Fraktion sprechen, die Diskussion um das EEG, Erneuerbare Energieeinspeisegesetz. Da müssen wir einen Zusammenhang hinbekommen zwischen Produktion von erneuerbarer Energie und Einspeisung ins Netz. Es geht beim besten Willen nicht mehr. Und wenn die Windlobby sich noch so auf die Hinterfüße stellt, dass wir Windparks bauen, dass die dann bezuschusst werden oder aus der EEG-Umlage finanziert werden und kein einziges Stromatom fließt in das Netz, sondern der Strom verschwindet irgendwo und wird bezahlt. Das kann so nicht weitergehen und deswegen muss klar sein, Netzausbau, Anschluss und Stromerzeugung müssen zusammengeführt werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Denn die Menschen, nicht die Menschen, sondern die Stromkunden bezahlen inzwischen das EEG mit knapp 25 Milliarden Euro im Jahr. Vierköpfiger Haushalt, etwa 600 Euro im Jahr EEG-Umlage. Dann
kann man aber so nicht weiterarbeiten, dass Strom bezahlt wird, der gar nicht ins Netz kann. Das wird ein zentraler Punkt auch heute sein, heute Abend im Gespräch mit den Ministerpräsidenten, aber auch bei uns in der Fraktion. Und man muss klar sagen, das EEG ist gemacht worden, um erneuerbaren Strom auf den Weg zu bringen und zu finanzieren und nicht in erster Linie Strukturpolitik oder Föderalismusinteressen umzusetzen, sondern Strom zu produzieren. Und deswegen wird das ein zentraler Punkt auch heute in unserer Bundestagsfraktion werden.